Ja, meine Damen und Herren, und ein recht herzliches Willkommen zu den Top 3 meiner Starter-Pokémon. In 7 Generationen Pokémon-Geschichte haben sich da natürlich einige Starter-Pokémon zusammengesammelt. Doch welche werden meine 3 Favoriten sein? Das werden wir heute herausfinden. Platz 3. Die Nummer 3 meiner Starter-Pokémon kommt aus der Höhenregion. Da ein guter Freund, mit dem ich das Spiel zusammen damals gekauft habe, sich für das Pokémon Flamly entschieden hat, habe ich natürlich Hydropie genommen. Doch ich muss euch sagen, dass sein Aussehen auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Das Artwork des Pokémon hat einfach einen selbstsicheren und auch süßen Eindruck gemacht. Als es sich dann schließlich zu Moabel und dann schließlich zu Sumpex weiterentwickelt hat, wurde ich nie enttäuscht, denn Bodenwasser war immer ein sehr starker Typ gewesen und es konnte die Gegner doch sehr leicht wegfegen. Die neuen Attacken Lehmschuss und Lehmbrühe waren zudem eine erfrischende Abwechslung gewesen, denn sie hatten durchaus die Genauigkeit oder die Initiative gesenkt und konnten somit das ein oder andere Mal den KO von Sumpex bzw. Moabel verhindern. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Entwicklungsreihe von Hydropie immer einen sehr guten Dienst geleistet hatte und deshalb auch verdient auf den 3. Platz landet. Platz 2. Rückblickend betrachtet habe ich mich in den seltensten Fällen für einen Pflanzenstarter entschieden. Nicht, dass ich generell Pflanzen-Pokémon aus meinem Team ausgeschlossen hätte. Doch die erste Wahl fiel meistens immer auf ein Wasser- oder Feuer-Pokémon. Bis das Pokémon Bautz kam und mein Herzen wirklich im Eilflug eroberte. Nicht nur die Artworks zu Bautz sind mega süß gestaltet, sondern auch das gesamte Konzept zu dem Pokémon passt einfach. Die Kategorie von Bautz mag zwar Laubflügel sein, doch es soll im weitesten Sinne eine Eule darstellen. In seinen Artworks wird das vor allen Dingen dadurch deutlich, dass es natürlich auch seinen Kopf drehen kann und das sieht einfach mega sweet aus. Und stylisch ist es auch noch, denn vorne trägt es eine Schleife. Und ich feiere das, weil ich selbst kein Krawattenträger bin. Alles in allem hatte Bautz halt viele Dinge, die vorher die Pflanzenstarter meiner Meinung nach eben nicht hatten. Und wieso die Wahl hat für mich eben schnell auf Bautz fiel. Platz Nummer 1. Wenn ihr mich schon länger kennt, werdet ihr sicherlich wissen, dass dieses Pokémon auch eins meiner Lieblings-Pokémon ist. Und das nicht auch ohne Grund, denn Feuerigel hat mich in extrem vielen Abenteuern begleitet. Dazu solltet ihr wissen, dass ich in Pokémon Gold und Silber über 50 neue Spiele begonnen habe. Und hier ist Kristall noch nicht mal mit einbeschlossen. Doch warum fiel die Wahl in all den Spielen immer auf Feuerigel? Im Vergleich zu den beiden anderen Artworks waren mir die Tiere, die dahinter stehen sollten, nicht wirklich bekannt in dem Alter, als ich Pokémon angefangen habe. Und deswegen wusste ich einfach nichts mit Karnimani und Endivia anzufangen. Außerdem hatte Feuerigel nicht diese Kulleraugen, die ich persönlich da zu diesem Zeitpunkt nicht so ausstehen konnte. Und das wird wohl auch der Grund gewesen sein, wieso ich mit dem Pokémon meistens immer an der Spitze gekämpft habe. Zumindest kann ich mir nicht erklären, warum sonst Feuerigel und seine Entwicklungsreihe immer so weit vorne bei mir waren. Selbst schon zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass Feuerigel und seine Entwicklungsreihe gegen einige Pokémon vom Typen her keine Chance haben dürfte. Doch irgendwie kam dann doch immer die Verbrennung oder der Nebeneffekt durch und ja, das hatte mir dann doch den Arsch gerettet. Wieso es bis heute einer meiner treuesten Teampartner geblieben ist. Ja, meine Damen und Herren, das waren sie, die Top 5 meiner Lieblings-Pokémon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken und hypen hier an der Stelle nicht vergessen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne mittels des Abonnieren-Buttons abonnieren. In diesem Sinne sage ich bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.